Moin, moin zusammen, liebe Freunde, willkommen zurück in unserem Formicarium. Lang, lang ist es her, dass ich Empires of the Underkrows gespielt habe und deswegen gab es auch keine neuen Folgen natürlich. Wir sehen hier unser Formicarium, das was unten drunter ist. Wir sehen hier noch einmal unsere Königin, die umsorgt wird von ihren 7 Leibwächterinnen. Wir sehen leichte oder kleine Speisekammern und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendetwas upgraden können, denn draußen ist ganz, ganz viel an Nahrung, welche ja, eingesammelt werden möchte, aber nicht eingesammelt werden kann, weil wir einfach nicht ja, genügend Platz haben, um hier tatsächlich auch die Nahrung einzulagern. So, aber wir können upgraden. Das heißt, hier haben wir ja unsere Brutstätten für die verschiedenen Ameisen. Ich muss mich gleich auch erstmal wieder orientieren, wie weit wir denn hier gekommen sind. Und hier war ja das System so, dass pro angrenzendem Feld, welches abgegradet wird, auch dementsprechend mehr Punkte kommen. Das heißt, hier kommen wir jetzt auf die 12. 12 von 12 sozusagen. Und jetzt werden hier drumherum gleich weitere Punkte frei. Hier und hier und hier und hier. Und unsere Ameisen werden dadurch stärker. Jetzt gucken wir nochmal nach draußen. Hier sehen wir sie, wie sie fleißig alles einsammeln. Und hier hinten haben wir auch nochmal ein paar von den Nahrungsmittel, die unsere Wissenschaftler uns in unser Formicarium getan haben. Und ja, das werden wir jetzt gleich weitermachen. Ist aber noch nicht schlimm, weil wir müssen ja erst die Formicariums-Herausforderung 2 abschließen. Letztes Mal war die steigende Flut. Und heute geht es um die Königin des Hügels. Erstklassiger Standort am Strand wird nicht ohne Kampf zu behaupten sein. Schwierigkeit auswählen. Ja, fangen wir mit leicht an, weil ich echt lange nicht mehr gespielt habe. Und ja, hier haben wir dann Einheitenoptionen, Schnellfeuer, Waldameise, die beim Aufschlag niedrigen Schaden verfügt, verlangsamt auf Level 3 die Gegner, die sie trifft. Und hier haben wir einen Mörser, langsam feuernde Waldameise, die beim Aufschlag hohen Schaden zufügt, erhält auf Level 3 Flächenschaden. Okay, dann nehmen wir doch die. Und ja, dann gibt es hier leider erstmal nicht mehr zu holen, ist aber nicht schlimm. So, überlebe 4 Tage am Strand. A number of small Formica, Rufa and Fusca colonies have established themselves on this beach. Those nearest to the water's edge have enjoyed the first pick of the washed up seafood for the past few days. However, as the sun and moon near alignment and the first spring tide of the month approaches, high tide draws nearer to these intrepid ants. Seemingly aware of their circumstances, these colonies are preparing to relocate to higher ground. There is only one way up the bank, and the route is currently occupied by a small Rufa colony. These defenders will have to hold their ground against the oncoming siege. It will be 3 days before the high tide washes away the competition. If the colony survives, it will inherit the beach. But this won't be an easy fight. Ja, okay, also, haben wir gehört? Wir sind nicht die einzigen, die sich hier befinden. Und wir müssen Nahrung sammeln. Dazu werden wir jetzt rausgehen. Puh, das war falsch. Ja, da müssen wir mal gucken. Also hier ist gelb, hier ist rot und da drüben ist blau. Ich denke mal, wir sind also rot. So, und jetzt gucken wir doch mal hier unten rein. Also wir brauchen gleich auf jeden Fall weitere Arbeiter. Und hier draußen haben wir unsere Blattlaus-Kolonie, die wir verteidigen müssen. Ja, ich erinnere mich, hier kommen dann so fiese Marienkäfer an, die langsam aber sicher unsere Ameisen, unsere Blattläuse essen. Und das ist natürlich nicht so gut. So, und wir brauchen weitere von den Arbeiterinnen.
Although the nests nearer the water have better access to the food washed up by the sea, this roofer colony need not starve. The plant life growing nearby is home to herds of gray aphids. As they feed on plant sap, these tiny insects excrete droplets of honeydew, which the wood ants find irresistible. They need only protect the aphids from danger to receive a constant supply of sugary liquid. Doing so is not always simple, however. Hungry ladybird beetles know exactly where the aphids like to graze. They can strip an unguarded stem bare in a mere matter of minutes. So, hilft alles nichts. Keep a close watch over their flock. Wir müssen unsere Arbeiterin rausschicken. Die hier brauchen wir natürlich, um das Ganze hier weiter aufzubauen. Und wir werden hier zwei verschiedene Arbeiterkolonien sozusagen aufbauen, damit wir auch die linke und die rechte. This colony must remain small for now. Food is too scarce. Von unserem Blattlausfarmen bedienen können. Und dann hilft das alles nichts. Dann müssen wir nämlich auch relativ zügig anfangen, bereits ein paar Kämpfe aufzubauen. So, unsere Nahrungsmittel, die packen wir hier hin. Dass da noch ein bisschen mehr Platz ist. Und jetzt werden wir weitere von diesen wunderschönen Arbeiterinnen bauen. Ja, dann fangen wir auch gleich an und werden unsere ersten Kämpfer bauen. Und hier drin haben wir natürlich auch noch ein bisschen Nahrung, aber dazu brauchen wir erstmal ein paar Kämpferinnen. Die dann dort auch anfangen, dementsprechend für uns zu arbeiten. Wir müssen gucken, ne? Also hier werden jetzt sind ein paar am Kämpfen. Leider nehmen die dann immer so einen Blattlaus mit, das ist nicht so gut. So, die zwei kommt hier hin. Und auch hier verlieren wir jetzt gleich wieder einen Käfer. Vor allem, wenn es dann auch gleich dunkel wird, müssen wir mal schauen, dass jetzt überlegen, ob wir draußen dafür sorgen, dass hier Sicherheit hergestellt wird, oder ob wir sagen, das passt schon irgendwie. So, nicht genügend Nahrung, okay. Wollen wir auch nochmal upgraden hier, dass wir nicht so viele Felder, also so viel Platz verbrauchen. Und die Nähe hier ist natürlich wichtig. So. So, dann packen wir die mal hier mit dazu. Das heißt, die gehen jetzt mit raus. Die sind hier natürlich, wie vorher auch schon, relativ stark. Na, das heißt, da brauchen wir schon gute. A party of Formica Fusca Black Ants are heading inland. The high ground roofer colony must defend their territory. Okay, also jetzt geht der erste Kampf los. Und hier ist auch ganz wichtig, dass wir unsere Kämpfer upgraden, dass wir schnellstmöglich dahin kommen und sagen können, okay, das ist jetzt Level 2.
Ja, verdammt, das wollte ich gar nicht. Also, so. Und ihr geht hier hin. Theoretisch müsste man mal ausprobieren, ob man hier nicht einfach direkt da rein rushen kann, um die mal Platz zu machen. Dazu bräuchte man allerdings mehr an Power von Anfang an. The Roofer Colony on the low ground are sending troops to clear a path for their queen. The high ground colony must keep them at bay. Okay, also wir haben hier irgendwo da. The battle has begun. Neue Kämpfer, diesmal von der unteren Kolonie. So, und wir probieren jetzt hier mal abzugraden. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. So, okay. Wieder darüber, wieder hierüber, auf geht's. Na, jetzt wird's langsam dunkel. Und wir brauchen mehr Ameisen. Es ist einfach so. Da kommen wir nicht drum herum. Das ist ja nicht gemeint. The lower ground colonies have relented their siege for now. Night approaches. And with it, it brings a host of nocturnal predators out onto the beach. Ja, das ist wieder schlecht. The ants could go underground to wait out the night, but they would have to leave their precious aphids unguarded. It is a difficult choice for this colony. Face the peril out in the open, or hide away and risk losing their only reliable source of food. Gut, wir können jetzt hier drinnen natürlich probieren, diese Vorräte alle reinzuholen. Das machen wir auch gleich, solange wir noch nicht in der Lage sind, hier direkt mit allem, was wir brauchen und haben, die Gegner draußen abzuwehren. Ja, müssen wir jetzt einfach drauf verzichten. There are intruders in so, the nest. Und jetzt haben wir hier schon mal genug. So, weiter geht's. Komm, habt ihr gesammelt? Ja. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Wo haben wir nur einen? Hier vorne. So, ich bin gespannt, weil jetzt müssen wir gucken, was hier auf uns wartet. Und ja, leider Gottes kommen hier ganz, ganz fiese, viele von diesen Biestern. Und hier gucken wir jetzt mal, was drin ist und was uns da erwartet. So. Und die ziehen wir auch alle noch damit rein. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Gut, so ein fetter Moderkäfer. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. So, dicker Käfer ist tot, das ist auch in Ordnung. Jetzt werden wir hier langsam mal anfangen. Na, nicht genügend Nahrung, okay. There are intruders in the nest. Ja, das Biest hier wird zerlegt, das ist gut so. So, und jetzt bauen wir von denen hier ein paar auf. So, und dann geht's hier weiter. Gucken wir mal rein, was dann noch an
zusätzlicher Nahrung auf uns wartet. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. The ants must fight. So, hier haben wir jetzt eine ganze Menge weggeräumt. Okay, das heißt, wir bauen jetzt weitere von denen hier. Ja, und wenn wir dann, ich sag mal, 10 Stück davon haben, dann bauen wir nochmal eine zweite von denen auf. So, und hier hinten geht es dann auch weiter. Und da gehen wir auch rein und holen uns das, was da von den Herrschaften übrig ist. So, dann wollen wir in diesem Feld hier noch weitere bauen. Predators are loose in the nest. Okay, also hier haben wir ein paar. So, machen wir einen kleinen Bypass da vorne rein. Ja, hier brauchen wir jetzt erstmal nicht rauszugehen, obwohl das könnten wir eigentlich, um mal zu gucken, dass vielleicht noch ein paar von unseren Blattläusen dann zum Schluss übrig bleiben. Aber jetzt räumen wir erstmal hier drin auf. Zum Glück haben wir ja schon ein paar von denen. So. So, dann geht's jetzt hier weiter. Ist. Und ansonsten geht das hier vorne weiter. Okay, haben wir. Dawn breaks. So, jetzt wollen wir for the high ground will soon continue. Hier the high ground colony defended their aphid flocks well, succeeding in securing vital food supplies to see them through the oncoming onslaught. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Okay, jetzt müssten wir eigentlich schon dazu übergehen. Das heißt, unsere Arbeiter kriegen jetzt den Auftrag, nur noch zu kämpfen. Ja, das ist natürlich Quatsch. Die sammeln nur noch Nahrung ein. So, die kämpfen nur noch. The Fusca Colony is sending a wave of warriors to clear a path for their queen. So, da kommen weitere. Derweilen können wir das hier auch mal sortieren. So, brauchen wir nochmal davon. Wir wollten nochmal upgraden. So, jetzt gehen wir wieder raus und jetzt müssen wir hier tatsächlich mal sortieren einfach. So, wir haben die 3 hier. Wir haben die 4 hier. Wir haben die 2 hier und wir haben die 1 hier drüben. So, 1 sammelt keine Nahrung, 2 sammelt keine Nahrung, 3 kämpft nicht
Und schon sind wir auf einem guten Weg. The Rufa colony is sending another assault. They are desperate to reach higher ground. Ja, okay. Den packen wir gleich nochmal ein paar bei. Die brauchen unbedingt mehr an Truppen. Das machen wir dann hier vorne. Sobald wir mehr Nahrung bekommen haben. So, ihr geht damit raus. Dann passt das ungefähr. Ja, bei denen brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen mehr an Arbeitern. Aber auch hier können wir mal gucken, ob wir was upgraden können. Arbeiter. More black ants are emerging from the Fusca nest. So. Ja, das ist natürlich wieder Quatsch. Nee, ihr bleibt da, ihr kommt darüber. So, und ihr kommt darüber. Die drei arbeitet bitte hier weiter. Ist doch nicht zu fassen. Komme ich mit meinen eigenen Taktiken hier durcheinander. So, okay. So, weiter upgraden, 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 upgraden. More soldiers are emerging from the Rufa nest. Ja, schon kleiner Fight zugange. So, können wir da noch ein paar hinschicken, die das Ding abgrasen. So, haben wir gemacht. Und der Kampf hier vorne, der ist erstmal vorbei. Das heißt, ihr zieht euch wieder ein Stückchen zurück. Und jetzt gucken wir mal, ja, wir haben noch ein bisschen was bekommen. Wir brauchen Arbeiterinnen. So, da bauen wir eine hin. Da bauen wir eine hin. So, was ich gelernt habe, ist tatsächlich, dass man hier echt ein temporary truce emerges between the war and colonies. Up. Once again, the high-ground wood ants must make a choice. Do they defend the aphids, or will they hide, resting their forces until the morning? Oh, jetzt kommen ja auch noch Krabben an. Ich bin verrückt. Okay, also. Was stellen wir da hin? Die Zweier stellen wir hier hin. Dann wollen wir gleich mal gucken. Wir brauchen nämlich die Nahrung. Wir brauchen die Nahrung. Es ist einfach so. Natürlich könnten wir jetzt hier unten auch noch weitermachen. Aber grundsätzlich brauchen wir erstmal die Nahrung. So. Ja,
Ja, gucken wir mal. Wenn das hier zu viele werden, dann müssen wir gleich wieder reinkommen. Auf jeden Fall brauchen wir mehr von diesen wunderschönen Fernkämpfern. Und auch die müssen wir upgraden. Einzig brauchen wir dafür die Nahrung. Es ist, wie es ist. Beißt die Maus keinen Faden ab, wie man immer so schön sagt. So, aber die hier... Nee, die müssten wir schon da lassen. Wo haben wir denn hier unten überhaupt noch Gegner? Da haben wir noch welche. Ja, okay. Jetzt gucken wir mal. Wir haben 2 und 3 zusammen. Da ist eindeutig zu wenig von den Fernkämpfern. Also, hilft nichts. Wir machen das jetzt wie folgt. Wir holen die Zweier rein. Die werden dann hier erstmal das Essen einsammeln. There are intruders in the nest. So, dann gehen wir nämlich hier unten auch weiter und holen uns diese kleine Nahrung, die hier noch übrig ist. So, haben wir da alles? So, was passiert hier draußen? Lassen wir euch auch nochmal kämpfen, ne? Weil sonst werdet ihr nur gefressen, das wäre sonst blöd. So. Das ist natürlich Quatsch, dass wir die jetzt wieder hergeholt haben. Die bleiben hier bei der 4. There are intruders in the nest. So, und die Jungs, die sollen hier rein. So, und jetzt brauchen wir tatsächlich... hier unser Upgrade-Tool wieder. Nicht genügend Nahrung, okay. Komm, schlepp den Scheiß darüber. Okay, also ein bisschen was haben wir eingesammelt, das ist in Ordnung und weiter geht's. Unsere Zweier kommen hier hin und holen sich dann das, was da noch übrig ist. Und dann haben wir hier erstmal alles rausgeholt, was wir rausholen müssen. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. So, und dann brauchen wir echt noch ein paar von denen hier. So, 2 rein da. Hier hinten ist noch ein bisschen was. Genau. Alles schön mitgenommen. So, und dann gehen wir jetzt wieder raus und schicken unsere 2er einfach mal hinterher. Und hier die 1 und 4 hat genug zu tun. Also, jetzt stehen wir eigentlich ganz gut da. Müssen nur noch gucken, dass wir hier die Upgrades hinkriegen. Dawn breaks.
and the battle for the high ground will soon continue. The high ground colony defended their aphid flocks well, succeeding in securing vital food supplies to see them through the oncoming onslaught. So, die vier, die wird jetzt wiederum nicht mehr kämpfen, sondern nur noch sammeln. Und das gleiche gilt für die 3. Und die 2 wird nicht mehr sammeln, sondern nur noch kämpfen. Können wir eigentlich auch mal so ein Fallout machen? Könnten wir bestimmt, ne? Also da kommen auf jeden Fall gleich ein paar. Wo kommen sie? Da. So, kommt die 2 noch hier hin. Okay, 1 haben wir. Okay, ihr dürft jetzt auch kämpfen. Und ihr sichert da alles ab. So, was macht unsere Vorratskammer? So, ich erhoffe mir durch die Updates der Fernkämpfer natürlich, dass wir hier so ein bisschen more soldiers are emerging from the roofer nest. Okay, hier kämpfen sie, das ist in Ordnung. Gleich werden wir dann einfach mal alle zusammenlegen müssen, vermute ich. So, da kommt die 2 wieder hin. 1 kommt hierher. Ja, man muss ja nicht nur immer passiv sein. Jetzt können wir mal gucken, ob hier was geht. Und Krieg. Ihr Wichser. Oh, sorry. Wir wollen ja hier kinderfreundlich bleiben, ne? Okay, die haben wir. Dann gehen wir mal hier unten gucken. Da kommen nämlich wieder welche. Both lower ground colonies are now sending out armies at the same time. Ja, da vorne wird schon ein bisschen gekämpft. Die werden gleich nachgeproduziert. Das ist nicht schlimm. Die 2 ist durch. So, und wir gucken jetzt nochmal hier rein. Wir brauchen nämlich immer noch ein paar Upgrades. Ja, du kannst abgegradet werden. So, die 1 geht dahin. Die 2 unterstützt hier ein bisschen. Dann gehen wir aber dahin. Genau, so. Sind wir hier voll aufgestellt? Ich würde sagen, ja. Und so führen wir and wood ants are heading from their nests to the high ground. Hier wieder einen kleinen Kampf. So, eigentlich will ich das mal ausprobieren jetzt. Jetzt gehen wir mal da rein. Zu den Typen.
Ja, ist nicht vorgesehen, oder was? Ich kann da gar nicht angreifen. Ja, das ist natürlich schade und schlecht. Aber gut, es ist wie es ist. Müssen wir mit leben. So, hier haben wir noch einen Sechser. Ja, was ist mit euch? Gibt's hier nichts mehr zu futtern, oder? So, überlebe einen Tag. Jetzt könnten wir langsam vielleicht dahin kommen, dass wir sagen, okay, wir sind hier relativ safe. Once again, the high ground wood ants must make a choice. Oder haben wir gleich gewonnen? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Or will they hide, resting their forces until the morning? Nö, können alle sammeln. Sie tun es bloß nicht so richtig, weil unsere Blattläuse alle noch sehr klein sind, weil ganz viele Käfer da waren, die sie weggefressen haben. Okay, jetzt kommt jetzt tatsächlich eine ganze Menge von den Biestern an. Da hinten auch. So, das können wir jetzt alles schön wegtragen. Das ist auch in Ordnung. Was haben wir hier Schönes? Noch mehr Käfer. So, und da heißt es doch Money, Money, Money. Ja? Noch mehr Nahrung für uns. Gucken wir nochmal runter. Schauen wir hier mal rein. Also wir können noch eine von denen hier bauen. Dann haben wir zumindest ein wenig Ausgeglichenheit in den einzelnen Säulen. So, die 1 geht hier hin. Die 4 geht hier hin. Was haben wir hier Schönes? Oh, auch da wird weiter gekämpft. Das ist nicht schlimm. So, fall back. 3 geht auch wieder dahin. So, bei der 4, die zerlegen das da alles schön. So wie es sein soll. Jetzt geht die 2 erstmal hier hin. Mit der 3. So, und 1 und 4. Ihr macht da schön Rambazamba. Oh, du ahnst es nicht. Hier wird schön die dicken, fetten Käfer. Okay. So, dann können wir wieder unten ein bisschen upgraden. Unsere Fernkämpfer. Kommen die nämlich zum Großteil schon mal auf die Stufe 5. Stufe 2. So, jetzt habe ich gerade die 5 da gelesen. Macht natürlich keinen Sinn. Und dann haben wir, hoffe ich, einen guten Ausgangspunkt. Hier kommt die 4 noch hin. Da geht die 1 noch mit hin. Das ist alles weg. Gut, dann müssen wir hier jetzt die 2 hinschicken. Und die 3 kann hier ein bisschen sammeln. Sammelt die 3 auch wiederum hier. Sehr gut. Ja, viel zu tun. Viele, viele Käfer. Aber auch das ist gut so. Aber wir müssen uns nicht mehr verstecken. Das ist doch schon mal ein entscheidender Vorteil. Weil wir doch jetzt eigentlich ganz gut dastehen. Ne? Und mit diesen Upgrades kann ich tatsächlich jedem nur empfehlen, sollte man nicht zu sparsam sein.
vor allem auch bei den Fernkämpfern, aber auch bei unseren normalen Bodentruppen. Na komm. Da kommen wieder ein paar. Da geht jetzt 2 hin und da geht die 3 zu so einem hässlichen Käfer. Du ahnst es doch nicht. So, die 3 geht dahin, die 2 geht dahin. So, haben wir hier irgendwas? Da kommt die Kolonie ist starving. There is not enough food to feed the new brood. Ja, jetzt müssen wir auch ein paar Reserven aufbauen. Ja, gegen die Krabben, die machen leider Gottes immer so einen großen Schaden. Aber auch die werden zerlegt und dann abtransportiert. Genau wie unsere Marienkäfer. So, und hier die 3. Kann hoffentlich gleich mal den die Krabbe da noch ab. Joa, Mensch, was ist mit euch? Der Rest kann doch da auch noch mal ran, oder nicht? So, dann kommt ihr da noch mal hin. Wir haben 313, heißt, wir gucken noch mal hier runter. Wo können wir noch was upgraden? Hier vorne. Und dann wollten wir noch einen von denen so bauen. Okay. Upgrade, upgrade, upgrade. Da wird noch abgegradet. Last night's high tide was dangerously close to the low ground nests. Today is their last chance to relocate. The low ground colonies won't show any restraint. Their attacks will be desperately vicious. Fortunately for the high ground colony, many aphids survived the night. Access to food will be pivotal for the upcoming battle. So, und los geht's. Das heißt, jetzt zählt es. Und hier vorne zählt es dementsprechend auch. Ja, ist schon eine kleine Schlacht am Laufen hier vorne. Aber es dürfen alle kämpfen. A large black ant force has been sent from the Fusca nest. So, die 1 kommt hier mit hin. Okay, nein, wir kämpfen da schon, also geht die. Gehen alle da vorne hin. So, und jetzt sehen wir auch, wie hier unsere Nahrungsmittelvorräte langsam wieder zur Neige gehen. So, hilft alles nichts. Auf in den Kampf. Oh oh. So, jetzt ziehen wir uns mal wieder zurück, ne? Hier hin und hier hin, weil wir dann gleich soweit sind. So, und ihr Jungs, ihr kommt hoffentlich auch gleich wieder hier hin. More wood ants are heading toward the high ground colony. Keine Nahrung mehr. Ja, jetzt habe ich meine Arbeiterinnen da vorne, die Gott sei Dank stark genug sind. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. So, ihr müsst mir da jetzt noch ein bisschen Nahrung holen. Sonst haben wir nämlich gleich verloren, weil hier unendlich viele von diesen Biestern ankommen. So, 1 hier. Ja,
Hilft alles nichts. Eins muss hier jetzt mal ein bisschen unterstützen. Ja, genau. Ihr könnt auch quer da lang. Dann machen wir den flankierenden Angriff. Na gut, die eine Armee haben wir schon vernichtet. Okay, wir haben beide vernichtet, das ist in Ordnung. Ja gut, viel dürfte jetzt nicht mehr kommen. Komm, 1 und 2, ihr sammelt mir jetzt auch ein bisschen Nahrung. Nicht nur kämpfen, ne? Wer futtern will, muss auch ein bisschen hier dazu beitragen. Ich hoffe, dass die Blattläuse langsam mal fett genug sind. Ja, ein bisschen schade ist immer noch bei dem Spiel hier. Almost over. The low ground is already starting to flood. The lower ground nests are emptying completely. And the ants are rushing up the bank. Okay. Ach, jetzt kommen die mit ihrer fetten Königin hier hoch. Okay, das hilft alles nichts. Jetzt wird gekämpft. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt sind die schon in meinem Nest. Okay, also Abwehrschlacht im Nest. The Queen is in imminent danger. Achso, ja, die Königin, die hat schon erwischt, die ist gut. Und jetzt gucken wir hier nochmal rein, die ist auch tot. Heißt, wir haben alles, was wir tun sollten, haben wir geschafft. Ja, und da wird auch die feindliche Königin zur Nahrung. Tomorrow their empire will expand to the undefended intertidal flats below, commanding both the aphid farms and the bounty of the sea. This colony will rise to become an undeniable power in the undergrowth. Herausragend. Also, wir haben es geschafft. Nahrung haben wir noch genug. Territorium brauchen wir auch erstmal nicht so viel. Gelee Royal gibt es 95 zusätzlich. Bei Nahrung ist schon wichtig. Wir können natürlich auch, dann nehmen wir Nahrung diesmal. Gut, Level beenden. Und damit haben wir dieses Level beendet und gewonnen. Königin des Hügels auf der Stufe leicht. Das war diesmal zu packen und zu schaffen. Auf Mittel und Schwer ist das schon echt sehr anstrengend. So, jetzt gucken wir mal rein, was unser verrückter Wissenschaftler zu sagen hat. Der wird bestimmt irgendwas erzählen. Is it feeding time already? Yes, our queen is insatiable. Wasser schon? Unersättlich? Okay, also wir haben hier eine ganze Menge. Machen wir erstmal den Lebendnahrung kaputt, indem wir hier diesen Moderkiefer, so nennt er sich hier, glaube ich, platt machen. Und dann werden wir in der nächsten Folge ja unser Formikarium noch ein bisschen weiter ausbauen. Ja, wir haben ja noch 65 mal Territorium, was wir ausbauen können. Also 65 Felder, 205 an Gelee Royal. Und Nahrung haben wir schon eine ganze Menge. So, und da ist er tot. Und das ist in Ordnung. Also, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und gerne einen Kommentar. Und wenn ihr wollt, dann werdet Abonnent. Dann verpasst ihr keine weiteren Folgen, was dieses Spiel angeht, aber auch was alle anderen Spiele angeht, hier auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao und bis dann.